Hallo, willkommen zu einem neuen Insight heute mal. Und zwar wollte ich mir wieder so einen Insight-Punkt, die Dingi, machen. Und hier sind ja zwei Topspieler unterwegs, 44 Zuschauer. Sieht man selten so viele. Genau, und dann gucken wir mal, ob wir da ein bisschen mitraten können. Sportwetten abschließen. Ohne neun leider schon. Okay, dann können wir nur das Ende uns angucken. Wir können ja mal kurz gucken, was gespielt wird, als Strategie zumindest. Ja. Also, es war im Oben. Proof War Factory sogar. Also auf jeden Fall Arclight Spam oben. In Proof War Factory wohl nur gepickt, aber nicht genommen. Genau. Da unten haben wir dann die Assault, das hat wahrscheinlich am Anfang vergeben. Also nichts revolutionär Neues wahrscheinlich. Reichweite und Regeneration, ein ganz komischer Mix, hätte ich was gesagt. Und da war die Luftabwehr. Die war wahrscheinlich gut beschäftigt damit. Intuitiv würde ich jetzt sagen, dass der im Süden eine Menge Luftabwehrprobleme hat. Also im Sinne von, dass im Norden Luftabwehrproblem ist. Ich meine, die werden allerdings hier gecoatet, die Dinger, und heilen sich und hat ein Level und alles. Hat jetzt hier die Overlords mit Feuerrate und Reichweite. Ach, sogar noch einen von denen. Also ich habe es, glaube ich, noch nie zusammen gesehen, dass jemand Reichweite und Tankiness gleichzeitig vergibt, weil Luft, das beißt sich ja irgendwo. Ist ja keine Ergänzung. Aber vielleicht ist da so eine gestaffelte Reihenfolge bei. Am Anfang muss man es tanken und dann später braucht man die Reichweite da andersrum, irgend sowas. Gegen Overlords natürlich am Schluss egal wahrscheinlich. Naja, also eigentlich ist das ja nur Flugabwehr da oben und das sind nur Ziele dafür. Genau. Mich hätte es auch irgendwie gewundert, wenn das funktioniert, ehrlich gesagt. Von der Theorie her. So. Ja, ist egal, ob es weitergeht, weil, ne, das Spiel nicht verfolgt. Also guck mal in das nächste direkt rein. Okay, ist leider auch schon begonnen. Gucke ich nochmal ganz kurz rein, was hier Munz gegen Aggro anstellt, auch von der Strategie her. Auch hier sehen wir wieder Assault. Weiß nicht, ob das jetzt ein neues Meta anzeigt. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Das geht ja manchmal sehr flink mit den Metas. Da auch das Flugbötchen. Hier Crawler mit Verbesserungen. Also mehr als einer. Das sieht man auch relativ häufig, hatte ich jetzt den Eindruck. Steeboy mit Verkettung ist dann eher ungewöhnlich, muss man sagen. Hat eine ganze Reihe von. Wenn man das Spiel nicht von Anfang an gesehen hat, weiß man natürlich nicht, inwieweit sich das, ne, das erwachsen ist, quasi daraus. Aus irgendwas. Aber Steeboys mit Verkettung ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Aber die Crawler, die dann gleich immer im. Also die kommen ja gleichzeitig daraus, die Crawler, ja, die übermannen den Gegner wahrscheinlich in Masse. Also im ersten Blick würde ich sagen, dass das funktionieren könnte, weil er unglaublich viele geupgradete Crawler gleich daraus bekommt. Und die Crawler-Abwehr hier vorne mit Assault, Also das Kleinvieh wird eher dupliziert hier, Shooting Squad. Also gefühlt auf den ersten Blick, und das ist immer schwer einzuschätzen, würde ich sagen, hier rechts ist natürlich problematisch, dass er links aber führt. Gucken wir uns mal eine Runde an. Rechts auf jeden Fall verloren. Die jetzt mal ganz verkettet, damit es ewig lange hält. Ist auch nicht schlecht. Genau, jetzt kommen gleich 30 Crawler gleichzeitig da raus. Eine große Party. Mit der Schrotflinte ist man nicht gut gegen Crawler aufgestellt, unbedingt Preis-Leistung. Ja, und dafür ist hier rechts aber jetzt die Party am Feiern. Die Frage ist halt, wer die Flugabwehr von denen übernimmt. Die beiden gegen den Overlord und den ganzen Wohnspan. Ja, also offensichtlich hat es da nicht gereicht. Okay, aber suchen wir mal wieder ein anderes Spiel. So, das nächste Sarah-Spiel. Müssen wir ein paar Sekunden warten. Ich halte ihn immer noch für einen Feigling, wenn ich das nebenbei sagen darf. Ja, der hat mich mal gecancelt. So kann das jeder. Aber ist halt einer der Top-Spieler und von daher, wenn er mal irgendeinen Gegner annimmt, den er sich Sherry gepickt hat, dann kann man sich das mal angucken. Ist ja sehr beliebt. So, Spiel geht los. Sarah Zisk, wie auch immer, gegen das da. Tolle Namen heute. Moralischer Sieger ist auf jeden Fall der Nicht-Cherry-Picker, aus meiner Sicht, jetzt schon. Aber gucken wir mal, was die Jungs anstellen. So, er hat sich für Elite entschieden, okay. Irgendein Streamer. Speed. Also Speed und Elite hätte ich beides als sehr ungewöhnlich jetzt empfunden, tatsächlich, erstmal. Vielleicht den Anfangseinheiten geschuldet, ein Stück weit.
Also er hat auf jeden Fall bei Elite einen relativ guten Start hier, weil auch die Mustangs ja irgendwo Modelltank am Schluss sind. Ne? Und dann hat er natürlich noch Modelltanks dabei. Also von da ist das für Elite, glaube ich, einer der besseren Starteinheiten-Kombinationen. Ich denke, das war auch der Grund, warum er es gepickt hat mit. Jetzt oben bei Speed, ja, die Panzer sind immer nice, wenn die ein bisschen schneller sind. Das ist kein super Muss, ne? Aber A-Class und Panzer schnell ist sicher auch ein netter Bonus, aber ich weiß nicht, Speed hatte damals die geringste Winrate. 34 Zuschauer. Also gegen Elite kann man ja fast schon erwarten, in welche Richtung das geht, ne? Arclights, Marksman. Das ist immer super populär. Wespen gibt es auch manchmal. Ist aber, glaube ich, dann erst in Runde 3 kommt das so richtig ins Fahren, oder? Crawler sind ja im Moment wieder ein bisschen beliebter. Gerade wenn es halt diesen Levelunterschied gibt, ne? Aber die holen dann trotzdem auch die Arclights. War Factory gegen den Elite-Spieler. Sind die Wetten aus? Die wetten alle gegen Sarah. Okay, dann wetten wir jetzt auf ihn. Hauptsächlich, weil ich dann am meisten gewinnen kann. Ich glaube, ich eh nicht viel Insight derzeit habe. Ich glaube, ich war mal in der Top 20 mit meinem Insight. Und da habe ich irgend so ein dummes Spiel verloren. Und da war die Motivation tot, Insight wieder auszugehen, also dieses Wettensystem mitzumachen. Ja, aber lass uns mal überraschen. Am Moment ist, glaube ich, zu früh, irgendwas eindeutig zu sagen. Also scheint wohl irgendwie der Favorit auf jeden Fall zu sein da rechts. Ja, mehr Arclight halt, ne? Muss mit dem Panzer, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Also er wird dann irgendwann Dings ausgeben, Charge Shot. Und dann knacken die Panzer wie Eier. Wie hässlich. Ja, also wird er jetzt wirklich Arclights durchziehen? Also das mit der War Factory habe ich ja nicht verstanden, ne? Ich hätte es verstanden, wenn Sarah das gepickt hätte, wohl dann wahrscheinlich auch nicht vom Geld, hätte auch nicht gepasst. Also eine Konter gegen Arclight-Spam ist zum Beispiel Fortress. Jetzt kommt das Training auf Sarahs Seite, das verstehe ich bei Elite nur selten, aber wenn er die auf Elite spielen will, hat er schnell Level 9 zusammen. Hast du nochmal Speed gerade ausgegeben? Trollst du? Das ist alles Rennmaschinen auf der anderen Seite. Na gut, da bin ich mal gespannt. Also der wird die dann mit Elite und alles, ne, aufholen. Er geht jetzt tatsächlich auch Arclight-Spam mit Geschwindigkeit. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das ein guter Call ist, weil, also, der ist ja nicht stärker in diesen Fights, nur weil er schneller ist. Die haben ja gleich die gleiche Reichweite wahrscheinlich oder sogar noch weniger da oben ein bisschen, weil er da unten, ne, bei dem Elite mehr kriegt. Also, ich habe ja auf Süden gewettet und da ist okay. Also ich weiß nicht, warum der Doppelspeed jetzt braucht in diesem Szenario. Das erschließt sich mir nicht. Aber wie gesagt, die Konter oben wäre sowas wie, also Hacker funktioniert, Overlord meinetwegen auch, ne? Da ist ja auch keine Luftabwehr drin. Phoenix, Fortress. Scorpion weiß ich gar nicht, wie gut das dagegen ist. Da müsste man die Zahlen wissen, wie wann er die One-Shottet und wann nicht, auf welchem Level. Aber Level 1, One-Shotte glaube ich ein Level 2. Aber mit der Geschwindigkeit? Weiß ich nicht. Da hat sich jetzt für Markman entschieden. Kann man halt dazu spammen, wenn man möchte. Das wäre dann auch seine Flugabwehr, muss man sagen. Ne? Er hat ja kein Flugabwehr-Dingi drin. Und daher passt das in sein Elite-Bild klassisch rein. Ich würde trotzdem noch sagen, dass Fortress ganz gut dagegen sein könnten. Und Wien ist ja schwer genug, Melting Points aufzustellen, wenn da gleich 6, 7 Fortress stehen. Die kosten ja richtig Boni bei ihm. Da könnte man fast überlegen, Melting Point aus Troll freizuschalten. Mal sehen.
Aber dass er gegen Elite halt diese A-Gleich-Strategie einloggt, das ist überraschend auf den ersten Blick, oder? Such. Hat sich jetzt die Fangs aufgestellt, damit er die irgendwann mit Schilden vergibt. Ist halt das Problem, wenn ihr mit Fangs tanken wollt und gleichzeitig einen Arclight-Spam macht, dann gibt, ist euer Bottleneck die Rekrutierungsslots. Wie sehen denn die Wetten aus? 30 Milliarden oder so? Gucken wir gerade mal hier. Boost-Tanks, okay. Hat einer mit 70.000 gewettet, einer mit 88.000. Und da kommen jetzt die Fortress. Ja, man tankt halt mal, die Marks sind auch noch relativ gut weg, die tut man halt dann One-Shotten. Und das klappt sogar relativ gut. Die Frage ist, wie weit vorne will man die hinstellen? Und in dem Falle will er doch ein Schild dabei haben, damit die Einheiten daneben besser funktionieren eine Zeit lang. Man hätte die auch auf Aggro spielen können. Ne? Also ich bin zum Beispiel Freund von Reichweite in so einem Szenario. Auf der anderen Seite sind da schon eine Menge Kanonen, die auch gelevelt haben. Also vielleicht geht das mit Reichweite gar nicht mehr inzwischen. Kann er eben noch vergeben, also nachher noch vergeben, wenn er den Level ein bisschen aufholt. Also schon Level 4 da unten. Ne? Auch schon sehr ungesund. Ich vermute mal, der wird dann gleich hier drauf gehen, auf die Flankproduktion und dann irgendwann Schilde dafür ausgeben. Da kann er ohnehin viele Schüsse mehr abfangen. Er hat hier halt sehr spät geholt, ne? Und meine Philosophie ist immer noch, Defense ist selten besser als Angriff. Als hättere Mustangs, okay. Hat Angst gehabt, dass er dann doch Luftwaffe holt. So, da ist die Luftwaffe. Aber gegen Marksman ist das nicht so episch. Direkt verkauft den Skorpion. Genau, da kommen jetzt die nächsten Jungs. Und wie gesagt, nachher kommen dann die Schilde dazu. Ne? Aber das ist auch eine defensive Maßnahme. Also irgendeiner muss die auch abknallen, die Leute. Also man wird selten mehr tanken, als wenn der Gegner als man Schaden auslischt, ne? Wenn jetzt beide Geld ausgeben dafür. Und er gibt ja Geld in Schaden aus, wenn er Geld in Defense ausgibt. Ich lasse mich gerne des Besseren belehren, aber das sind halt hier Killermaschinen. Wenn die gleiche Elite haben, schießen wir die ganze Map, ne? Die Overlords als Ladkanone können durch Schilde nochmal extra schnell wegholen. Luftabwehr ist ja quasi nicht existent im Norden. Also das gibt jetzt wahrscheinlich die nächste Klatsche. Mal sehen. Auf der anderen Seite, Fortress-Spam, also. Irgendwann hat man so viele Fortress, dass es egal ist, wie effizient die waren. Dann klappen die, weil es die Masse ist. Und auf das Szenario laufen wir vielleicht sogar gerade drauf zu, das weiß man nicht. Bam. Von den Fängs getötet. Ja, weiß ich nicht, Feuerrate jetzt bei den Overlords? Naja, fragt auch der Sakko, ne, wie man mit Elite den Fortress-Spam besiegt. Also das Problem im Moment war gewesen, glaube ich, dass er Mustangs geholt hat dabei mit Upgrade. Also er hat die Mustangs geholt, weil er möchte die Fangs damit töten. Aber da sind ja Schilde im Weg, wenn die da vorne stehen, ich weiß es nicht. Also es ging gegen die Fangs mit absoluter Sicherheit. Ne? Aber weiß nicht, ob mich das überzeugt. Hat auch ein paar Crawler da hinten beigebaut. Also ich würde sagen, so wie das aussieht, muss da Toxic rein irgendwie, ne? Also die Crawler mit hat er nicht, ne? Also wenn da muss eine toxische Welle reingelegt werden und die Crawler wären halt perfekt dafür. Aber hat er nicht drin in seinen Crawlern. Und so nicht angenehm mit Level 2 Crawler den Gegner aufzuleveln.
Öl und Feuer. Weiß jetzt nicht, wie weit der wirklich jetzt ganz viele gegnerische Modelltanks bekommt oder seine eigenen alle röstet bei dem Szenario da oben. Aber der hat den Doppel Speed, also er konnte es auch nicht da hinlegen, weil er da drüber läuft mit seinem Schild. Man hätte wahrscheinlich mit einem einzelnen Crawler oder irgendwas die Armee kurz nach oben ziehen können, einen Teil. Die Frage, was ein Rekrutierungsslot langfristig wert ist. Ja, also diese Rennmaschinen-Vorflüsse, das ist gar keine schlechte Idee gewesen. Jetzt im Nachhinein sieht man halt, wo die Reise hinging, ne? Also er hat, glaube ich, einen Doppelspeed wegen den Fortressen geholt, damit die eben nicht die Reichweite brauchen und schnell auf alles zulaufen. Modelltanks sind alle tot, also das Feuer und Öl hat anscheinend hervorragend geklappt. Aber man sieht ja schon, dass es trotzdem noch relativ knapp wird, ne? Also, das ist die Antwort nächste Runde. Kann er jetzt Melting Points noch spielen? Sind ja doch eine Menge Fangs im Weg. Also Overlord mit Feuerrate würde ich jetzt vielleicht überlegen. Wäre mir da auch nicht ganz schlüssig jetzt. Aber er kann ja nur Level 2 Overlords holen. Ich meine, die und die schießen die Fangs ja schon ab. Ist ja nicht so, dass da keiner drauf ballert. In der normalen Welt würde ich sagen, Artillerie dagegen, ne? Keine Frage, aber das jetzt aufzubauen, wird zu spät. Das mit dem Doppelspeed gefällt mir richtig gut. Immer mehr, nachdem man es hier sieht. Die geben halt so Gas, die Dinger. Von Haus aus 15 Meter pro Sekunde, also wie ein Crawler. Die Crawler selbst 25. Die Standardgeschwindigkeit für einen Crawler. Er spielt ja auch gar nicht mehr weiter hier, die Arclights, ne? Die haben ja ein super Level, aber er kann sich die Elite nicht erlauben. Es kommt doch noch die Artillerie. Ich befürchte, die könnte ein bisschen zu spät kommen. Also die Frage ist halt, ob er sich eine War Factory leisten kann, weil das War Factory-Ziele sind, ne? Das wäre natürlich nochmal eine Konter. Aber die kostet bei ihm ja ein Premium. Gegner könnte auch die dickere War Factory dann nachholen. Aber War Factory wäre das Einzige, was mir jetzt in dieser Situation noch einfallen würde gegen die Fortress. Aber die kriegen natürlich auch extreme Level hier langsam. Aber die Mustangs hier, die räumen schon ein paar von denen weg. Das dauert aber ein ganzes Stückchen. Haben wir ein Schutzschild, wie ich das richtig sehe. Ja, und dann eben die Feueradrien, wir hoffen, dass die eben alle verbrannen da dran. Hat auf jeden Fall einen Effekt, aber. Wird es reichen? Sieht nicht so aus. Diese Rennmaschinen. Also rennende Fortress ist echt super nice. Habe ich noch nie gesehen in dem Spiel. Aber es klappt ganz hervorragend. Wie gesagt, ein natürlicher Konter wäre jetzt War Factory eventuell noch. Und der kriegt die auf Level 2. Also dann kann er sich was eine kaufen. Und dann ist er bankrott. Eine wird nicht reichen. Eine Level 2 War Factory für die ganze Map. Ich meine, Level 2 War Factory spawnen noch Level 2 Einheiten. Und da ist jetzt auch nicht so viel Flugabwehr bei. Also dagegen spricht wäre halt auch der Spawn gewesen von den Dinger mit den Schilden. Hat sich auf jeden Fall für Vulcan Level 2 entschieden und ein Level 1. Einfach nur mehr Feuer. Also er sagt, er hat genug Schaden, nämlich das Kleinvieh noch wegräumen. Das Ding ist halt, dass die das Kleinvieh wegräumen, die das Kleinvieh wegräumen und die das Kleinvieh wegräumen. Und für den Schaden bleibt dann so ein Level 1 über und diese Dinger, die paar, ne? Und die haben noch nicht mal Elite. Und ein paar Marksmen vielleicht auch noch. Das ist super schwer einzuschätzen, inwieweit das dann funktionieren wird. Luftabwehr.
Lara spielt keine War Factory, das war wohl auch gerade eine Diskussion. Das Problem bei der War Factory sind trotzdem noch die kleinen Dinger, aber das ist nicht unmöglich zu schaffen. Man kann ja auch Flashhammer dann ausgeben, die kleinen auch nochmal wegschießen. Ich befürchte, er hat zu wenig Schaden in Summe, aber hey, mal sehen. Echt schwer einzuschätzen. Aber die drei Vultans haben jetzt auf jeden Fall ultra teuer erschienen. Weil die machen ja eigentlich auch nichts anderes als das, was die Feuerartillerie jetzt schon gemacht hat. Ne? Musste man da wirklich eine Vulkenreihe für freischalten? Weiß ich nicht. Die rennen wieder. Und da geht meine Wette dahin. Ja, Sarah, vielleicht solltest du das nächste Mal die Leute nicht canceln und gegen andere üben, die dein Kaliber sind. Ich weiß, das war fies. So, das Trauma auf jeden Fall. Gut noch bearbeiten. Und offensichtlich gibt es da auch einen gigantischen Skill-Unterschied. Ne, die sind eigentlich gleicher Level gewesen. Hat jetzt bei dem Spiel tatsächlich nicht so ausgesehen. Also man hatte den Eindruck gehabt, dass der Kamerad hier von vornherein einen Plan hatte mit dem Speed und dann dem Doppelspeed. Also er hat vielleicht wirklich sogar darauf gesetzt. Das, ne, muss man im Interview, das wäre ganz interessant. Also Speed ausgegeben, weil er gesehen hat, dass er keine Elite-Karte hatte. Vielleicht gesagt, dass Elite beliebt ist bei Sarah. Oder ne, dass er es einfach nur picken kann vielleicht auch. Und hat gesagt, dann nehme ich die Speed, damit eben die Fortress, die gut gegen das sind, was bei, normalerweise bei Elite rauskommt, sehr stark ist. Ja, vielleicht war das die Kombinationsmöglichkeit, die sie überlegt hat. Die War Factory, wenn man die frei gepickt hat, die Karte weiß ich allerdings nicht. Das hat sich noch nicht zu 100% erschlossen. Ja, also schön gespielt von, nehmen wir mal Hühnersuppe. Ich habe den Übersetzer gerade nicht hier. Schön gespielt und mein Insight ist jetzt zum Teufel. Hervorragend. Ich gehe jetzt weinen. Ciao, ciao.